Hallo liebe Freunde, heute wieder ein Video und ich habe es mir langsam zur Angewohnheit gemacht, vor allem die Themen anzusprechen, über die kaum bis gar nichts in der Magie zu finden ist oder sehr tendenziös die behandelt werden, beziehungsweise wo irgendwelche Kontroversen immer so richtig schön umschifft werden, nur damit sich da keiner angegriffen fühlt, nur damit man da irgendwo immer den Weg des geringsten Widerstandes geht. Und es gibt einfach diverse Sachen, die nicht angesprochen werden und die da, weiß ich nicht, immer so durchs Raster fließen. Und es sind so einige Sachen, die mir noch so auf dem Herzen liegen, die ich in der nächsten Zeit auch behandeln werde. Einer davon ist ganz wichtig, das hat mir jetzt auch noch mal eine magische Gefährtin von mir gesagt, ich soll unbedingt das Video auch jetzt machen, weil es wieder Zeit ist, dass wieder die Leute alle ihre sogenannten Erfahrungen da machen und ich hoffe, ich kann vielleicht einige von euch mal aufklären, so zum Thema Drogengebrauch bzw. Drogenmissbrauch in der Magie, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema und es ist ein Thema, das immer sehr einseitig beleuchtet wird, überwiegend von den Leuten, die immer die Pfoten von den ganzen Sachen nicht lassen können. Und ich habe da selber meine eigenen Erfahrungen gemacht, darüber möchte ich euch also auch berichten. Ich habe einen entsprechenden beruflichen Hintergrund, da habe ich also auch einige Sachen erlebt und gesehen. Und ich denke einfach, dass es wichtig ist, darüber auch mal aufzuklären. Nee, ich bin jetzt hier nicht von der Drogenberatungsstelle, ich bin auch nicht irgendwo ein Politiker, der sagt, das Zeug muss alles verboten werden. Ich sage ganz ehrlich, jeder soll sich das Zeug reinknallen, wie er das will. Von mir aus soll dieser ganze Mist legalisiert werden, ist mir egal. Mir geht es hier einfach um diese ganzen magischen Zusammenhänge, um das magische Wirken von Drogen und ich möchte euch einfach mal klar machen, warum meines Erachtens, bis auf vielleicht ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen, auf die ich auch eingehen werde, in meinen Augen Drogengebrauch in der Magie, das für euch, wenn ihr das macht, ganz, ganz üble Nebenwirkungen haben kann, dass euch die eigene Magie auch damit zerstört wird etc. Und das möchte ich jetzt eigentlich in diesem Video auch mal darlegen, auch anhand von verschiedenen Beispielen. Ich habe mir wieder meinen kleinen Spickzettel gemacht, damit ich nichts vergesse. So, anfangen möchte ich mal damit, was eigentlich Drogen früher gewesen sind. Das heißt früher, so in anderen Zeiten, nur früher in den Zeiten, wo auch wirklich Drogen noch als Initiationsmittel genommen worden sind. Drogen gibt es seit Anbeginn der Menschheit. Sie waren in früheren Zeiten waren ausschließlich in der Hand von Schamanen, von Heilern, von Hexen, um im Prinzip diverse Zustände im Menschen hervorzurufen, diverse Tore zu öffnen zu anderen Welten, dass man entsprechend dort das wahrnehmen kann. Drogen waren immer Initiationsdrogen. Es gab beispielsweise auch, das findet man in allen Völkern, wenn so bestimmte Wendepunkte im Leben eingetreten sind, beispielsweise ein Junge ist zum Mann geworden in der Pubertät oder so, man hat sich halt emanzipiert, da gab es solche Sachen, dass dann halt praktisch so eine Art Initiationsreisen gemacht worden sind und alles, das ist seit Anbeginn der Menschheit so, dass seit Zehntausenden von Jahren wird das praktiziert und es hat eigentlich auch immer gut geklappt, weil das waren Menschen, die darüber die Oberaufsicht hatten, die haben das ihr Leben lang gemacht, die sind in solchen Kulturen groß geworden, die kannten die Geister ihrer Pflanzen, die kannten auch die magischen Wirkungen und die haben zugesehen, dass das wie gesagt eine Initiation immer war und kein reines Konsumieren dieser Stoffe, was das nämlich heutzutage ist. Und beispielsweise sogenannte Drogen wie Ayahuasca, was ja heutzutage auch schon wieder so eine Art Volkssport geworden ist, sich damit zuzudröhnen, um sich dann magisch zu reinigen, wurde einmal gemacht oder maximal alle Jahre, weil man einfach auch um die Gefährlichkeit wusste und weil man einfach auch wusste, was diese ganzen psychotropen Substanzen halt auch für Nebenwirkungen haben. Man wusste es damals vielleicht nicht so wissenschaftlich wie heute, aber man wusste es, dass es halt definitiv nicht dafür ist, irgendwie, dass jährlich oder monatlich sich in irgendwelchen Sessions sich da irgendwie die Rübe wegzuknallen. So. Das ist wie gesagt der Unterschied von damals zu heute. Wobei ich sagen muss, dass das durchaus vielleicht auch noch üblich ist, wenn ihr nach Lateinamerika oder nach Afrika guckt, dass das heutzutage auch noch gemacht wird, auch noch verantwortungsvoll gemacht wird. Wie gesagt, das sind allerdings auch Naturvölker oder die haben halt noch ihre Wurzeln darin. Die haben uralte
über die Jahrhunderte getragene Wurzeln, die wissen, was sie machen. Was hier allerdings in Europa diese sogenannten Möchtegern-Gammelschamanen meinen, den Leuten hier anzutun, das hat nichts mehr mit Initiation zu tun, sondern das hat zu 99,999%, es mag Ausnahmen geben, die kenne ich aber persönlich nicht, muss ich dazu sagen, das ist in meinen Augen reinweg nur ein Verbrechen. Und auch da werd ich euch gleich mal ein paar Beispiele geben. Ich sage euch gleich im Vorfeld, wenn ihr auf dem magischen Weg seid und irgendjemand kommt an und sagt von wegen, ihr müsst das nehmen, damit ihr euch öffnet, ihr müsst das nehmen, damit ihr den Zugang zu dem, der oder das bekommt, was da drüben ist, anders geht das nicht. Und wenn ihr dann Probleme damit habt, wenn ihr sagt, okay, ich habe da Bedenken, ich fühle mich dabei nicht wohl, weil es sind Substanzen, die ich auch nicht kontrollieren kann. Und derjenige sagt, naja, dann habt ihr wohl Angst, euch der Pflanze zu öffnen. Und ihr entgegnet dann, es gibt Leute, die darauf hängen geblieben sind, die in der Psychiatrie gelandet sind. Und diese Leute sagen so nach dem Motto, naja, dann hat er wohl, dann konnte er sich wohl der Pflanze nicht öffnen oder die Pflanze hat sich ihm verschlossen, das ist dann seine eigene Schuld. Leute, ich sag euch eins, rennt weg. Lasst diese Leute links liegen, lasst sie stehen. Sie haben nicht euer Wohl im Sinn, weil sie selber gar nicht wissen im Prinzip, was sie den Leuten damit antun. Sie sind nicht in der Materie drin, sie sind Konsumenten dieser Stoffe. Sie umschreiben das Ganze magisch, sie umschreiben das Ganze schamanistisch, sind allerdings nicht in der Lage, in irgendeiner Form für euch die Verantwortung zu übernehmen, weil sie euch die Verantwortung abschieben, wenn was passiert. Sie sind diejenigen, die euch im Prinzip damit im Regen stehen lassen. Aber wie gesagt, das ist das, was ich gleich vorausschicke. Ich sage so, es gibt ja auch Drogen und Drogen. Alkohol ist beispielsweise auch eine Droge. Zigaretten sind Drogen. Ich habe beispielsweise auch viele Jahre lang geraucht. Das waren über 20 Jahre. Ich habe fast die ganze Zeit 2 Schachteln am Tag weggeknallt. Mir hat es auch eine ganze Weile sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich möchte nicht von einer Substanz dominiert werden, die ich nicht kontrollieren kann. Ich habe es geschafft, damit aufzuhören und werde da auch nie wieder mit anfangen, weil ich merke einfach, gut, es hat sich leider ein bisschen auf die Figur ausgewirkt, aber das ist gut, darüber wollte ich jetzt so gar nicht. Das sind andere Drogen, wie die ich meine. Auf jeden Fall sage ich, es gibt auch Drogen, die jetzt beispielsweise nicht so extrem wirken. Das ist beispielsweise Cannabis in allen möglichen Formen. Aber auch da ist es so, beispielsweise bei Cannabis, dass man auch Unterschiede machen muss. Cannabis ist nicht dieser kleine, nette Joint, den man mal raucht und der ja total ungefährlich und unschädlich ist. Auch Cannabis wird heutzutage leichtfertig irgendwo dargestellt. Cannabis ist eben auch eine Droge. Ich muss dazu sagen, niemand hat was dagegen. Wenn ihr ein, zweimal im Jahr irgendwie euch jetzt gerade im Sommer im Sonnenuntergang mal in den Garten setzt und mal einen Joint raucht, da hat keiner was dagegen. Ein Problem wird es dann, wenn es häufig passiert. Und ein Problem wird es dann, wenn ihr wirklich einfach, um gut drauf zu sein, euch das Zeug da irgendwie reinhaut und wenn das wirklich zu einer Routine wird und zu einer Regelmäßigkeit, weil auch das war es früher nicht. Und auch das muss ich dazu sagen, wenn ihr auch meint, es ist alles so ungefährlich, dann guckt euch mal so diese Dauerkiffer an. Natürlich, ihr seid das alle nicht, das ist völlig klar. Aber fragt doch mal, wie es bei denen angefangen hat. Fragt mal, wie viel sie rauchen, wenn sie täglich rauchen. Guckt sie euch an, guckt ihnen in die Augen. Und dann seht ihr im Prinzip, was es aus diesen Menschen gemacht hat. Ich muss dazu sagen, ich habe meine Ausbildung als Krankenpfleger in der Psychiatrie gemacht. Ich habe lange Jahre auf Stationen gearbeitet. Die sind heutzutage voll mit Drogenopfern. Die klassischen psychiatrischen Erkrankungen werden immer mehr in den Hintergrund gedrängt, weil es Leute sind, die auch mit Cannabis sich so abgeschossen haben, die nicht mehr in der Lage sind, einen klaren Satz zu reden, die nicht mehr in der Lage sind, ihren Tag zu strukturieren, die nicht mehr in der Lage sind, sich ein Brot zu schmieren, ohne dass man ihnen dreimal eine Anweisung gibt, wie sie das zu machen haben. Ich sage ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass irgendjemand, der gerade dieses Video sieht, so enden möchte. Und dann guckt euch die Leute mal an, die das machen, immer von Gras, von Cannabis reden, wie harmlos das ist. Und sie machen es doch auch die ganze Zeit. Guckt ihnen in die Augen und guckt, was es eigentlich aus ihrer Persönlichkeit gemacht hat. Und guckt, ob diese Leute eine gefestigte Persönlichkeit haben oder einfach nur noch irgend so ein verdrogtes Objekt ist, diese Person, die sich da irgendwie regelmäßig an der Bon hängt und zustopft. Und ich sage ganz ehrlich, das hat mit Magie nichts zu tun, das ist einfach eine persönliche Fehlentwicklung und wenn ihr meint, damit mit Drogen eure magische Initiation voranzubringen, damit schießt ihr eure eigenen Energien ab, wo ich dann nämlich auch schon beim zweiten Punkt bin. Mit
Drohung öffnet ihr Tore zu den Dimensionen. Das stimmt. Seid ihr in der Lage, sie wieder zu verschließen? Nein. Wenn ihr nämlich Drogen zur Initiation braucht, um diese Tore zu öffnen, dann müsst ihr auch in der Lage sein, sie zu verschließen, beziehungsweise ihr müsst jemanden in eurer Nähe haben, der das für euch tut. Das, sage ich euch ganz ehrlich, vergesst es hier. Ihr findet niemanden, der im Prinzip das so verantwortungsvoll macht. Weil ich sage ganz ehrlich, jeder, der die nötige Verantwortung dafür übernimmt und hat, der wird euch abraten, weil er nämlich genau weiß, wo die Gefahren sind. Lasst es bitte sein, weil ihr müsst in der Lage sein, die Tore, die ihr öffnet, wieder zu verschließen. Tut ihr das nicht, seid ihr Futter für irgendwelche Wesen da drüben, die euch eine Fremdbesetzung aufdrücken. Ich habe genug besessene Leute kennengelernt. Ich weiß, wie die aussehen, wie das ist. Die werden ihr Leben lang diese Viecher mit sich rumschleppen, ohne dass sie wahrscheinlich wissen, dass sie drin sind. Keine Ahnung. Auch das ist eine Gefahr bei Drogen, dass du zwar alle Tore öffnen kannst, die aber nicht wieder verschließen kannst. So. Und wo ist dann bitte schön die eigene Magie? Euch darauf eine Antwort zu geben, ist mir leider nicht möglich, weil in meinen Augen ist da nichts mehr mit eigener Magie. Kommen wir wieder zum anderen Thema. Was ist eigentlich mit den Magiern, die sehr gerne Drogen nehmen für ihre Rituale? Ich sage mal so, ich habe immer so einen guten Ausdruck, das sind für mich immer Junkie-Magier. Weil ich kannte mal einen, der sogar irgendwelche tief dunklen Rituale gemacht hat unter Psylos, der dann auch noch froh darüber gewesen ist, wenn er dann irgendwie Filmrisse hatte. Was er allerdings nicht bemerkt hat, ist, ich kannte ihn auch noch von früher, wie er sich eigentlich in den Jahren verändert hat. Wenn ich mir den heute angucke, der läuft rum wie ein Zombie, der ist gar nicht mehr er selbst. In ein paar Jahren wird man ihn gar nicht mehr wieder erkennen, wird nichts mehr von ihm übrig sein. Der war wirklich ein Magier, der große Talente hatte in meinen Augen, der wirklich ganz viel bewegen konnte. Da ist nichts mehr übrig geblieben. Der ist also wirklich nur noch, der redet nur noch von seinen Ayahuasca-Zeremonien, von seinen Zylo-Erlebnissen. Da ist nichts mehr. Der hat überhaupt keine Kontrolle mehr über das, was er macht. Weil ich finde, Kontrolle ist in der Magie auch das A und O. Das Loslassen, wenn es sein muss, aber auch gleichzeitig das Kontrollieren dessen, was man tut. Weil wenn man das nicht kann, dann sollte man die Hände von der Magie lassen. Weil es gibt zwar immer verschiedene Techniken, allerdings wenn du dich auf Energien und auf Mächte einlässt, gut, das Kontrolle ist das falsche Wort. Ich meine, ich kontrolliere meine Mächte auch nicht. Das kann ich gar nicht. Aber ich muss das kontrollieren, was meinem Willen entspricht. Ich muss mich selbst kontrollieren können. Und ich muss kontrollieren können, wo im Prinzip bei mir die Grenzen erreicht sind und wo ich ein Ritual entsprechend halt auch, beende. Wo ich, wie gesagt, diese Kanäle, die ich geöffnet habe, auch wieder schließen muss. Einfach zum Wohle für mich oder für diejenigen, die um mich herum sind, die ich dann damit auch schützen muss. Wenn ich das nicht kann, ist das nicht unbedingt. Und das Problem ist, diese Junkie-Magier, ich sehe die überall, ich sehe die teilweise im eigenen Bekanntenkreis, habe ich sie erlebt, ich sehe sie teilweise in Videos, wenn sie da ihr Zeug da propagieren. Ich habe sie auch kennengelernt. Das Problem ist, dass da teilweise wirklich eine Abhängigkeit von diesen psychotropen Substanzen schon vorhanden ist. Das sieht man sofort, man sieht es in den Augen, man sieht es in den ganzen Habitus desjenigen, man sieht es in der Gestik, in der Mimik. Und es ist so, dass diese Leute, wenn man sie sich anguckt, alle eins gemeinsam haben. Guckt euch ihr privates Umfeld und Leben an. Je länger sie das machen, umso mehr werdet ihr merken, dass sie im Prinzip in ihrem Leben nahezu nichts erreichen. Im Prinzip, sie versacken, sie stehen alleine da, sie haben keine Sozialisation mehr zu irgendwelchen anderen Menschen, nur noch ihre ganzen, sie definieren sich nur noch über ihre ganzen Konsumerlebnisse mit Drogen. Sie sind nicht in der Lage, in irgendeiner Form für sich selber eine Perspektive außerhalb der Magie zu finden. Der Magie, wie sie meinen, in meinen Augen ist das einfach ein Junkie-Erlebnis teilweise. Entschuldige bitte, dass ich wirklich da so rigoros bin, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich kriege so einen Hals. Auch darauf werde ich gleich eingehen, warum das so ist und warum ich mich jetzt auch entschlossen habe, jetzt gerade dieses Video zu machen. Aber ich will erstmal so ein bisschen auf diese Basics eingehen. Und ihr werdet merken, dass die Leute, je älter sie sind, umso mehr eigentlich ihr ganzes Leben richtig kontinuierlich in den Sand setzen. Und das mag am Anfang noch nicht so ausgeprägt sein, das mag am Anfang noch so ein bisschen versteckt sein oder so. Und dann haben sie auch noch, sie haben vielleicht eine gute Grundlage, aber je älter sie werden, ihr seht es, da bleibt nicht viel.
Die sind irgendwann nur noch irgendwelche durchgeknallten Drogenopfer, die nebenbei versuchen, das magisch zu verbrämen. Mehr ist da nicht. Und das ist leider so, ich habe da keine anderen Menschen kennengelernt, die das so handhaben. Mag sein, dass es welche gibt. Ich werde auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich sage euch ganz ehrlich, das machen diese ganzen psychotropen Substanzen mit euch. Wenn das euer Weg ist, bitteschön, mir sind die Menschen ziemlich Wurst, mich interessieren sie nicht. Und solange es nicht irgendwo Menschen sind, die halt ja als Klienten zu mir kommen und, oder die in meinem Freundeskreis sind. Im Prinzip, ich kann euch nur davor warnen, wenn ihr diesen Weg geht, dann braucht ihr euch auch nicht zu wundern, wenn ihr von der Magie, die ihr innehabt, wenn welche da ist, nicht viel übrig bleiben wird. Und das ist leider ein Faktum. Das ist keine Theorie, sondern in meinen Augen ist das ein Faktum, den ich mir in 47 Lebensjahren wirklich, dass ich mir in 47 Lebensjahren durch meine Erfahrung erarbeitet habe. Genau. Wenn jemand oder wenn ihr meint, ihr müsst doch so eine zu solchen Sessions gehen oder so eine Ayahuasca-Zeremonie oder was nicht alles, dann achtet auf Folgendes. Achtet darauf, dass mindestens einer clean ist und nichts nimmt. Es ist oft genug so, dass auch derjenige sich dann abschießt, weil es ist ja nur eine Pflanze, das ist ja gut für alle. Und da kann ja nichts passieren. Und da möchte ich euch jetzt mal, um da gar nicht weiter rumzulabern, euch mal ein ganz direktes Beispiel geben, was aus meinem eigenen Bekanntenkreis ist, was mir mal passiert ist. Und ihr könnt euch dann selber ein Bild oder eine Meinung drauf machen. Ich werde auch hier leider keine Namen nennen dürfen, weil ich habe keine Lust, mich hinterher vom Anwalt zu sehen, weil derjenige ist hinterher nicht vor Gericht gegangen, hat sich beschwatzen lassen. Ich weiß nur, dass es halt in einem entsprechenden Umfeld passiert ist. Es handelt sich um einen Magier, der entsprechende Zeremonien anbildet, so Spitzhütte, Ayahuasca, was auch alles heutzutage so in ist. Und er verspricht den Leuten irgendwelche super Initiationen, irgendwelche Sachen, irgendwelche Kontakte zu irgendwelchen Wesen, die man nur so erreichen kann. Das ist völliger Bullshit. Er verspricht es den Leuten. Und seine Kunden sind hauptsächlich Leute, die halt irgendwo versuchen, also sich selbst zu entdecken oder auch beispielsweise ganz unbedarfte Leute, irgendwelche Hausfrauen mit 50, mit 40, die keine Ahnung haben, die sich dann auf das Gerede von ihm verlassen, wie toll das alles ist und dass das alles überhaupt kein Problem darstellt. Ich muss dazu sagen, dass es also auch in Berlin mal einen Fall gab vor ein paar Jahren, wo ein Heilpraktiker so eine Zeremonie gemacht hat und wo die Leute alle im Krankenhaus gelandet sind hinterher. Der ist auch Gott sei Dank dafür mal wirklich zur Verantwortung gezogen worden, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall, dieser Mensch, der hat, den ich auch noch aus meiner Jugend kenne, der hat damals von seinem Projekt, der hat mir das übrigens selber erzählt, da muss ich dazu sagen. Ich habe das nicht hintenrum erfahren, der hat es mir persönlich erzählt. Und zwar in dem Ton, wie ich das jetzt auch weitergebe. Die haben eine Zeremonie gemacht und lagen dann in der Spitzhütte und da war ein Typ, der war so abgeschossen, da fiel den sein, hatte jetzt Arm oder Bein, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, fiel in das Spitzhüttenfeuer. Und er war nicht mehr in der Lage, der war so zugewiesen. Wie gesagt, jemand, der das anbietet als Initiationsritual, der war so zugestopft, dass der nicht mehr gemerkt hat, dass seine Extremität im Spitzhüttenfeuer lag. Irgendwann hat das dann irgendjemand mitbekommen und hat ihn halbwegs noch rausgezogen. Da war es aber auch schon zu spät. Die waren nämlich alle total zugewiesen. Und dann ging es darum, die Diskussion los, so völlig unter Stoff, er auch. Er sagt, er konnte kaum in irgendeiner Form irgendwie reagieren. Na, da müsste man ja mal einen Notarzt rufen. So, irgendwann haben sie festgestellt, dass sie alle nackt rumgesprungen sind im Garten. Dann hat der, obwohl er so zugestopft war, muss ich dazu sagen, hat zumindest noch so viel Willenskraft besessen und hat den Leuten dann doch irgendwie hat er dazu gekriegt, dass sie sich zumindest ein bisschen begleitet haben, dass sie nicht alle nur nackt durch den Garten gesprungen sind daraufhin. Und dann haben sie den Notarzt gerufen. So, dann ist der auf die Intensivstation gekommen, wegen schwersten Verbrennungen. Tja, so. Und dann hat er mir gesagt, dann hat er Schiss gekriegt, weil er bietet das ja an, offiziell. Er macht das ja nicht so unter Freunden, also er bietet das ja an. Dann hat er Schiss bekommen, dass es ja Konsequenzen hat. Und dann hat er mir grinsend erzählt, aber ich habe das hingekriegt. Aber wie hast du das denn hingekriegt? Na, ich habe ihn im Krankenhaus besucht. Ich sage ja, und dann? Dann bin ich hingekommen und
da lag er dann halt da, schwer verletzt und so und musste da halt auch einige Zeit bleiben, dadurch auch einige Wochen. Wird auch also immer Spuren hinter, also dann auch haben davon. Und dann hat er gesagt, weißt du was, du musstest wirklich durch ein tiefes Tal des Leidens. Du hast ganz viel Schmerzen ertragen müssen. Dir bleibt jetzt wirklich ein ganz langer Weg und es tut ihm auch furchtbar leid, was ihm passiert ist. Das ist echt absolut grausam, dieses Schicksal jetzt. Aber du musst das so sehen. Der große Geist hat dich als einzigen auserwählt und hat dir gezeigt, dass du im Prinzip damit die Reife erlangt hast, mit ihm verbunden zu werden. Darauf kannst du stolz sein. Und da hat der gesagt, da haben seine Augen gestrahlt, der hat sich dafür bedankt für diese Erfahrung. Dieser Typ, der diese Veranstaltung anbietet, hat sich hinterher kaputt gelacht. Der hat sich kaputt gelacht und sagte, dieser dämliche Idiot hat das auch noch geglaubt. So. Und das sind so eine Leute, die hier in Deutschland, das ist nicht nur, also wie gesagt, das ist nicht nur ein schwarzes Schaf, das ist generell hierzulande die Einstellung dazu. Lasst euch da nicht verarschen, Leute. Lasst euch da nicht total für dumm verkaufen. Achtet ein bisschen auf euren Verstand dabei. Das ist wirklich, wie gesagt, etwas, was ich selbst also in meinem eigenen Erfahrungsspektrum zu hören bekommen habe von jemandem, der das selbst anbietet. Der gehört übrigens nicht mehr zu meinem Freundeskreis. Das ist in meinen Augen, ja gut, lassen wir das. Ist was anderes. So. Wie gesagt, ein Freund von ihm, der ist mittlerweile so abgeschossen, der macht keine magischen Rituale mehr ohne Drogenmissbrauch oder ohne Drogengebrauch. Der macht nichts ohne Psylos. Der ist nicht in der Lage, irgendwelche Energien zu kontrollieren. Der ist völlig Baller. Das merkst du auch in dem Sinne, das merkt ihr auch in dem Sinne, wie er schreibt beispielsweise, wenn er schreibt völlig wirr und da ist also nichts mehr. Und das ist halt, wie gesagt, das ist ein Prinzip, was mir nur dabei leid tut, dass es sich um Menschen handelt, die eigentlich mal magisch auch Chancen hatten. Auch intelligente Menschen teilweise, die also so ihr Leben gegen den Baum gefahren haben. Aber wie gesagt, das ist eben seine Entscheidung. Eigentlich tun sie mir auch nicht leid, muss ich euch sagen. Ist mir eigentlich egal. Ich möchte euch nur, weil ich denke, man hat auch gerade, wenn man in der Magie steht, auch eine Verantwortung. Und die möchte ich einfach auch wahrnehmen. Und kann euch echt nur davor warnen. Weil ihr werdet hier in Deutschland nicht diese Bedingungen vorfinden, die im Prinzip eine Initiation durch psychotrope Substanzen euch adäquat ermöglichen. Diese Bedingungen werdet ihr hier in Deutschland in meinen Augen zu 99% nicht finden. Ich wollte noch auf etwas eingehen, und zwar das Thema Datura. Datura ist ja auch so ein schönes, weil da hab ich mich nicht mehr sehr für interessiert früher. Weil als ich so in jungen Jahren war, da hat immer jeder gesagt, ja mit Datura, da kannst du wirklich in andere Dimensionen abtauchen und was nicht alles. Und da haben die Leute immer gesagt, das musst du mal probieren und wie auch immer. So, Datura ist allerdings kreuzgefährlich, das ist Stechapfel. Bei Datura ist beispielsweise auch das Problem, ihr habt, wenn ihr dort die Samen nehmt, es gibt welche, die vorwiegend psychotrope, halluzinogene Substanzen oder Inhaltsstoffe haben, und es gibt welche, die rein toxisch sind. Das heißt, ihr müsst also so eine Art statistisches Mittel haben, wenn ihr das verarbeitet. Ihr müsst ganz genau wissen, wie hoch die Dosierung ist, damit ihr euch nicht unwiederbringliche oder unbehandelbare Schäden zufügt. Ihr dürft die auch nicht auch nur frisch verwenden, weil wenn sie zu lange lagern, dann sind sie nur noch toxisch. Es ist ein hochgiftiges Zeug, muss ich dazu sagen. Ein hochgiftiges Zeug. Und da habe ich mir damals, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, dank meinen Verbündeten wieder, ist mir ein Heftchen in die Hände gefallen von jemand. Ich habe es jetzt gerade gesucht, das ist irgendwo in meinen 1000 Büchern hier, ist das irgendwo zwischen, ein kleines Heftchen über Datura. Das war, ich glaube, dieser Typ, er hieß Erwin Braureis, der das geschrieben hat. Wenn ihr das mal findet irgendwie im ZVHB oder so, wenn das antiquarisch ist, legt es euch zu, von Erwin Braureis, irgendwas mit Datura, ich weiß nicht, ich mein Titel, ich habe ihn, wie gesagt, gesucht, der muss irgendwo hier in den Schränken da liegen, das Heftchen da. So, auf jeden Fall hat er da drin geschrieben, wie seine Datura-Erlebnisse waren. Und der hat so alle möglichen Sachen da geschrieben, was er da erlebt hat und was er da gemacht hat und wie lange das gedauert hat, bis er da wieder runter war, und dann kam es doch wieder. Und wobei ich sagen muss, wenn jemand in irgendeiner Form nicht sein Leben damit zubringen will, dass er zu Hause auf seinem Sofa hockt und irgendwie
da sein Harz in Anführungsstrichen genießt, sondern wirklich was in seinem Leben macht, kannst du das gar nicht machen, weil du kannst nie sicher sein, dass das nicht wieder durchkommt. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand die Muße hat, in einem Job zu stehen oder in einem Beruf zu stehen und dann plötzlich wieder irgendwelche Filme zu schieben. Ich glaube, da hat keiner Bock drauf. Das ist auch noch die große Gefahr dabei. Gut, aber wie gesagt, dieses Büchelchen, dieses kleine Heftchen endete mit einem Satz. Ich kriege ihn jetzt, weiß ich nicht, mein wörtlich zusammenkriegen, aber so im übertragenen Sinne stand da drin. Dieser Trip hat mich irgendwie so und so viele Wochen Psychiatrie gekostet und ein halbes Jahr Blackout, aber war der geilste Trip meines Lebens. So in diesem Kontext war das dann ungefähr. Ich kriege es jetzt, wie gesagt, nicht mehr wörtlich zusammen. Und das hat mir irgendwie auch die Augen geöffnet. Das war genau das, was ich eigentlich bis dahin auch bei vielen erlebt habe. Und genau das war es, wo ich gesagt habe, sollte es einem das wert sein? Und ich sage ganz ehrlich, die Frage, ob sowas was euch wert sein sollte, müsst ihr euch selbst beantworten. Aber bitte, wenn ihr euch abschießt, tut mir den Gefallen. Tut nicht das in irgendeiner Form auf die Magie schieben, weil es ist eure Entscheidung. Und es sind eure Energien, die ihr damit versaut. Und tut bitteschön nicht euch hinterher hinstellen und wie es heutzutage viele Leute machen und eure Drogenerfahrungen, eure Drogensucht, die auch schon psychisch halt anfängt, damit zu begründen, dass es doch eine magische Initiation ist. Weil ich sag ganz ehrlich, ich habe für jeden Medcom-Konsumenten mehr Respekt, der sagt, scheiße, dumm gelaufen, ich habe damit angefangen, ich bin im Arsch. Aber dieser Mensch, der so redet, der sich täglich mit Crystal Meth die Birne wegschießt, bis er irgendwann nicht mehr da ist, oder mit Heroin, mit Age oder sonst irgendwas, vor dem habe ich 100.000 Mal mehr Respekt als die Leute, die sich hinstellen und ihre ganze Scheiße, die sie machen, ihre ganze Scheiße, die sie nehmen, verdammt nochmal anderen Leuten auftauchen und das als Initiationsweg verkaufen. Weil das ist in meinen Augen Verbrechen und so Leute sind in meinen Augen wirklich Verbrecher. Vielleicht sind sie sich darüber gar nicht im Klaren, aber es sind einfach die hinterletzten Wichser und Arschlöcher, die meinen, sowas bei anderen Leuten im Prinzip zu vertreten. Und ich sage ganz ehrlich, guckt euch die Psychiatrien an, guckt euch in diesen ganzen Foren und Zirkeln mal um, die Leute, die sich im Prinzip gerade auf so eine Leute verlassen, die denken, das sind Profis, die sowas angeboten kriegen. Ich sage ganz ehrlich, ich kenne einige Menschen, die wirklich in der Magie drinstehen. Die haben das alle nicht nötig, sich die Birnen abzuschießen, weil die nämlich stolz auf ihre eigenen Energien sind. Und ihr habt irgendwann, gerade wenn ihr am Anfang seid, ihr seid natürlich, ihr wollt das ausprobieren, ihr wollt vieles ausprobieren, ihr wollt magische Erfahrungen machen, magische Erfahrungen. Kriegt man aber nicht, indem man sich irgendwelche fremden, für sich fremden Stoffe einwirft. Magische Erfahrungen bekommt man, indem man beispielsweise Zentrierungstechniken übt, indem man Meditationstechniken übt, indem man wirklich Magie lebt, indem man versucht, astral irgendwo anders zu sehen, dahin zu kommen, wie auch immer, indem man wirklich versucht, mit Wesen in Verbindung zu treten. Ich habe bisher die Wesen, die ich getroffen habe, und es sind nicht wenige, die habe ich wahrgenommen, ohne dass ich mir irgendwas dazu einwerfen musste, weil ihr müsst auch davon ausgehen, diese Wesen, wenn die an euch interessiert sind, meint ihr, die sind so unfähig, euch zu zeigen, wenn ihr nichts eingeworfen habt? Oder meint ihr nicht vielleicht sogar im Hinterkopf, dass diese Wesen, so uralt und mächtig wie sie sind, meint ihr, dass die es gut finden, wenn ihr euch extra die Birne zudröhnt, um sie zu erreichen? Meint ihr, die kommen dann? Meint ihr, die haben vor euch Respekt, wenn ihr das nötig habt? Oder meint ihr, dass die dann irgendwelche anderen kleinen Dämonen vielleicht mal vorschicken oder irgendwelche anderen kleinen Elementargeister, die sagen, okay, verarscht den hier mal schön. Weil ich sage ganz ehrlich, die Wesen, die wirklich was zu sagen haben, die schütteln über so ein Verhalten nur den Kopf. Und das ist auch das, warum ich das jetzt echt mal machen wollte. Und damit ihr auch seht, ist, Magie hat nichts mit diesen ganzen Psycho-Junkies da zu tun. Magie ist ein Lebensweg, der damit nichts zu tun hat. Und das Schlimme ist, jeder soll sich abschießen, wie er das will. Jeder soll machen, was er für richtig hält. Aber ich finde, es ist das Letzte. Und es ist wirklich das Allerletzte, wenn jemand ankommt und meint, das noch als Lebensweg zu verkaufen, seine eigenen persönlichen Defizite als Lebensweg für andere zu verkaufen. Da ist mir wirklich jeder Crystal Meth Junkie 100-mal lieber, der das ehrlich sieht, als diese ganzen blöden spirituellen Wichser und diese ganze spirituelle Pack, weil mehr ist es in meinen Augen nicht. Und damit möchte ich euch einfach mal jetzt in Ruhe lassen, möchte ich das einfach mal sacken lassen für euch, dass ihr mal in Ruhe darüber nachdenkt. Und wie gesagt,
Keiner hat was dagegen, wenn man alle halbe Jahre mal irgendwie ein Pfeifchen raucht oder sowas. Aber wie gesagt, Sachen, die ihr nicht kontrollieren könnt oder die eure Energien nicht kontrollieren können, zerschießen sie. Und damit möchte ich mich verabschieden und wie gesagt, auch das nächste Video ist schon in Planung und ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen dahingehend aufklären. Ja, gehabt euch wohl und seid gesegnet.